Ein besorgter Drachenvater erzählt uns von seinen Dracheneiern, die wir unbedingt aus 4 verschiedenen Biomen retten müssen. Ein Professor wird uns mit seinen Inkubatoren dabei helfen, diese Dracheneier auszubrüten. Heute werden Bobby und ich zu Dracheneltern in Minecraft. Oh mein Gott, endlich frei, Bobby. Ja, das endlich. War wieder mega anstrengend. Ja. Warte, wo läufst du hin? Wir müssen nicht zum Bus, Bobby. Ich bin noch mit dem Auto da. Komm mit. Lass uns lieber einen geilen Flitzer fahren. Angeber. Mal ehrlich, Max, wir wissen langsam, dass du ein cooles Auto hast. Los. Mit dem Bus ist voll langweilig. Was machen wir heute? Ich weiß es noch nicht. Erstmal nach Hause fahren, Bobby. Na gut, ich fahr. Hey, was soll das denn jetzt? Was denn? Ich habe Autofahren gelernt, Max. Ja, aber wie du fährst, das ist die Frage, ne? Wie ein Profi. Links. Oh, wieder links. Los, okay, erstmal gucken. Rechts vor links. Links, los. Weiter. Okay, und jetzt? Wieder links. Du musst doch den Weg nach Hause kennen, oh. Bobby. Was machst du denn da? Du sollst nicht driften. So lange habe ich meinen Führerschein auch rechts, noch nicht, Max. Links. Gleich geht's nach Hause. Gleich sind wir zu Hause, Bobby. Oh, bei Bobbys Fahrstil wird mir immer schlecht. Man merkt, dass er noch nicht so lange Auto fährt. Gleich sind wir da, Bobby. Nicht mehr weit. Ja, endlich. Ja. Oh. Bobby, stopp, brems. Max, was ist das denn? Ich weiß nicht. Das sieht aus wie ein Drache. Gott, ein das ist Auto einfach auf der Straße in stehen In unserer lassen. Stadt? Kümmer dich jetzt nicht um das Auto. Was ist das? Keine Ahnung, Bobby. Hallo, Herr Drache, was machen Sie denn hier? Der läuft da einfach durch die Vorgärten. Sucht der irgendwen? Hallo, Herr Drache. Was ist denn los? Der läuft einfach weg. Hallo. Der scheint aber nett zu sein, oder? Hallo, ich Herr weiß Drache. Es nicht. Herr Drache, jetzt bleiben Sie doch mal stehen. Ich habe keine Zeit. Ich muss Bobby und Max finden. Herr Drache, hier sind doch Bobby und Max. Mann, bleiben Sie doch mal stehen, Mensch. Ihr seid Bobby und Max. Ich muss mich beeilen. Ich muss zurück zu meiner Frau. Wir müssen gegen den bösen Drachen kämpfen. Ihr müsst euch um unsere Kinder kümmern. Um eure Kinder? Was? Was sollen wir denn tun, Herr Drache? Jetzt bleiben Sie doch mal stehen, Mensch. Nein, ich muss weiter. Ihr müsst euch um die Dracheneier kümmern. Beschützt sie in den 4 verschiedenen Biomen. Sie sind in Höhlen versteckt. Bitte findet sie, kümmert euch um sie. Und vor allem, wenn sie schlüpfen, dann helft ihnen dabei, ihre ersten Schritte zu gehen, bis wir wieder da sind und den bösen Drachen besiegt haben. Okay, dann machen wir, Herr Drache, wo auch immer das alles ist. Können Sie uns vielleicht noch ein paar Hinweise geben? Ich habe keine Zeit. Ich muss los, ich muss weg, Freunde. Auf Wiedersehen. Was ist das denn für ein verrückter Drache? Aber er scheint es wirklich ernst zu meinen. Wir müssen die Dracheneier finden und beschützen. Oh Mann, das ist mir zu anstrengend, Bobby. Tschüss. Was sollen wir denn damit anfangen? 4 verschiedene Biome? Ich weiß es auch nicht, Bobby. Okay, wir müssen uns erstmal beruhigen und überlegen, wo wir diese Dracheneier finden könnten. Mann, Leute, wir sind jetzt hier schon seit einer Stunde in der Wüste unterwegs, weil wir vermuten, dass irgendwo hier in der Wüste das Nest eines ersten Drachens sein könnte. Es ist ziemlich heiß und anstrengend und ich hoffe, wir finden was. Bobby, guck mal, da vorne ist eine Schlucht. Oh ja. Oh. Meinst du, die Drachen verstecken das Ei in einer Schlucht? Gut möglich, Max. Guck mal, da ist irgendwie was mit Lava. Da sind Lavablöcke. Oh ja. Oh, da ist irgendwas. Da ist was drin, Bobby. Du hast recht. Ein Nest. Ja, warte, wir müssen auf die andere Seite der Schlucht. Schnell, komm mit. Na, ich baue mir einfach einen Weg rüber. Du baust dir einen Weg? Warum hast du denn Blöcke mitgenommen? Das hätte ich... Die habe ich immer dabei. Oh, Bobby! Max? Ja? Wo bist du hin? Ja, ich hab's gerade so überlebt. Ich bin in die Schlucht gefallen, aber ich komme. Oh nein, ich sehe dich da. Verdammt. Ich komme. Ach, da bin ich. Du hast recht, es ist ein Drachenei. Und was liegt denn da drumherum? Was ist das? Mythischer Werkstoff. Cool. Das Ei bewegt sich sogar. Oh Mann, das schlüpft bestimmt bald. Wo ist es? Hä? Ich hab's aufgenommen. Ich hab's einfach angeklickt. Ein okay. Phönix-Ei, Bobby. Das macht Sinn. 4 Kinder, 4 Eier sollen wir retten. Warte mal, können wir das Nest mitnehmen? Das bestand nur aus Stöcken, okay. Okay, wir haben ein Ei. Das heißt, wir müssen jetzt noch 3 Eier finden. Bobby, meinst du, wir können diese Eier ausbrüten? Ja, bestimmt. Das wollte doch der Drache von uns. Okay, aber erst sollten wir die anderen Eier finden, oder? Ja, ab ins nächste Biom.
Alles klar, auf. Erstmal wieder hier rauskommen. Wir haben uns also überlegt, in welchem Biom noch ein Ei versteckt sein könnte und kurze Zeit später waren wir auf einer heißen Spur. Boah, endlich nicht mehr in der Wüste, Bobby. Das war ganz schön anstrengend. Hier ist es ein bisschen kühler. Ich brauche erstmal was zu trinken, Max. Ja, hast du was mit? Nein, leider nicht. Verdammt, da müssen wir so weiter. Boah, okay. Hier sind ja die Höhlen. Zumindest so Gebirge. Vielleicht finden wir hier den nächsten Drachen. Okay. Wo könnte er denn sein? Siehst du irgendwas, was nach Drachen aussieht? Nein, wir müssen wahrscheinlich irgendwie hochgucken, oder? Oh. Da oben, was ist das denn? Das sieht krass aus. Meinst du, da könnte das nächste Drachennest sein? Möglich ist es. Okay, Bobby, ich gehe hoch. Okay, ich komme mit. Ah, wo muss ich lang? Oh Gott, hier ist ja Stein. Ah, Kies. Oh, Max! Okay, weiter. So, noch ein bisschen. Ey, du hast mich zugebaut, oder was? Was soll das denn, Bobby? Nein, hab ich nicht. Spinnst du eigentlich? Wo ist denn überhaupt hier das Nest? Ach, ich sehe doch gar nichts mehr. Bobby! Ach, ja. Da. Okay. Ja, Bobby, hier ist das nächste Nest. Heftig. Hier liegt wieder dieser Werkstoff. Und das sieht ja auch wirklich ganz anders aus, dieses Ei. Ja, das eben war... Es bewegt sich, hast du das gesehen? Ja. Okay, dann lass uns das auch mitnehmen, schnell. Ein ebenen Drachenei. Oh, wir haben jetzt ein Phönix-Ei und ein ebenen Drachenei. Okay, weiter, Bobby. Wo könnte es jetzt hingehen? Was meinst du, wo könnte das nächste Ei versteckt sein? Schnee, Bobby, Schnee. Hier irgendwo ist das kalt. Hier irgendwo könnte das nächste Ei versteckt sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich gehe mal hier ganz hoch, ob ich hier irgendwas sehen kann. Nee, gar nichts. Noch sehe ich auch nichts. Da ist Eis. Was ist Meinst hier? Meinst du, ist das da im Eis? Was, ja, wo bist du? Ja, bestimmt. Hier bei dir, mit dem Eis. Meinst du, da ist es? Ja, das sieht so aus. Ja, du hast recht. Hier ist das nächste Nest versteckt. Mega. Wahnsinn. Oh, hier ist wieder dieser Werkstoff. Okay, ich stups mal an. Es bewegt sich ja wieder. Huch, ich hab's. Es ist diesmal das Greifenei. Heftig, jetzt haben wir schon 3 von 4 Eiern, Max. Das ist mega. Wir haben das Phönixei, das Ebenendrachenei und das Greifenei. Ist das cool? Das ist heftig, okay. Aber in welches Biom müssen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wir waren jetzt da, wo es kalt ist, wir waren da, wo es heiß ist und wir waren an einem schönen Ort. Das heißt, vielleicht müssen wir noch an einen bösen, nicht so schönen Ort, Max. In eine Höhle? Ja, in eine Höhle oder zu den Sumpfgebieten. Also eine Höhle ist da vorne in dem Berg, aber wir können auch zu den Sumpfgebieten gehen. Ich weiß es nicht. Bobby, sag du, wo wir hin müssen. Dann schauen wir uns mal diese Höhle da an. Okay, auf geht's. Oh, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir diese 4 Eier haben. Es könnte natürlich sein, dass die irgendwann schlüpfen. Oh, wir müssen erstmal den Berg runter. Leute, ich melde mich bei euch, wenn wir drüben sind. Bobby, wir sind fast bei der Höhle, komm. Ich bin direkt hinter dir. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, ich glaube, da ist was. Ja, das sieht so aus. Ja, Bobby. Da im Dunkeln. Ich habe leider keine Fackel mit. Aber da im Dunkeln ist was. Oh. Oh, das Wasser. Hier ist das letzte Ei. Mega, jawohl. Das ist wahrscheinlich eine Art Wasserdrache. Perfekt. Ein Schlangendrachenei. Bobby, wir haben alle 4 Eier am Start. Okay, sollen wir sie nach Hause bringen oder in unsere Stadt? Oder wollen wir sie direkt hier versuchen auszubrüten? Wir müssen wahrscheinlich für diese Dracheneier Nester bauen, oder? Sonst können wir sie ja gar nicht ausbrüten. Ja, lass uns das zu Hause überlegen. Alles klar, wir melden uns wieder, sobald wir zu Hause sind. Der Rückweg wird wirklich anstrengend, aber da müsst ihr ja nicht unbedingt mitkommen. Bis gleich, Leute! Wir hatten die Idee, die Eier unter unserem Haus zu verstecken, also haben wir beschlossen, ein eigenes Nest für alle 4 Eier zu bauen. Okay, Bobby, das war wirklich eine gute Idee von dir, unterm Haus ein Nest zu bauen. Lass uns hier ein bisschen Platz schaffen. Sag mal, hast du nur eine Schaufel mit und keine Spitzhacke? Nein, ich habe gar keine Spitzhacke bei, Max. Okay, gut, so viel Platz brauchen wir ja nicht. Dann mache ich das hier schnell.
diese Eier gut verstecken, denn wenn es diesen bösen Drachen wirklich gibt, von dem der andere Drache gesprochen hat, dann könnte es sein, dass er versucht, sich die Babydrachen zu holen, die aus den Eiern schlüpfen, und das wäre gar nicht gut. Bestimmt, Max, aber hier wird er die Eier niemals finden. Nein. Wie soll der denn darauf kommen, oder? Ja, eben. So, okay. Warte mal. Ein Ei, zwei Ei, drei. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz hier. Ja. Wir legen die Eier dann einfach auf die Steine und dann können wir versuchen, sie auszubrüten. Ich habe Lagerfeuer mit runtergenommen. Meinst du, das klappt mit Lagerfeuern? Na, die Eier kommen ja aus verschiedenen Biomen. Vielleicht braucht ja das Ei aus dem Wüstenbiom Hitze, das Ei aus dem Schneebiom braucht einen kalten Platz. Weißt du? Wie sollen wir denn jetzt einen kalten Platz erzeugen? Na, mit Schnee. Okay, hast du Schnee mitgenommen eben? Ich kann kurz Schnee holen. Ja, okay, dann geh gleich Schnee holen. Gut, erstmal setze ich hier die Fackeln hin, damit wir Licht haben. So, eins, zwei, drei, vier. Mega! Und sie bewegen sich sogar. Okay, komm, wir probieren es trotzdem erstmal mit Wärme. Ich meine, es ist doch bei den meisten Tieren so, dass sie sich auf die Eier draufsetzen, um sie auszubrüten. Boah, der Rauch steigt hier ganz schön hoch. Max, wir müssen hier irgendwie lüften. Ja, wir haben ja doch einen Abzug. Warte, ich baue noch einen Abzug über den Kamin. Aua, Mann. Max. Ich brenne. Aua, hast du mich gehauen? Entschuldigung. So. Jetzt zieht auf jeden Fall der Qualm ab. Das ist schon mal besser. Das ist sehr super. Hallo, Ei. Warum aber hier tut das sich denn noch nicht, gar Bobby? Nichts. Nein. Ach, Mann. Ups, ich brenne schon wieder, oh, Bobby. Nein, schon wieder. Warte, ich helfe dir. Aua, nein. Ach, du kannst mich doch nicht ausschlagen. Also, okay, hier tut sich nichts. Oh, wie blöd kann man eigentlich sein und zweimal hintereinander ins Feuer laufen? Da baue ich hier schon alles auf, stehe plötzlich in Flammen und Bobby hat nichts Besseres zu tun, als mich mit seiner Schaufel zu schlagen. Als ob das Feuer davon ausgeht. Oh Mann, Bobby, das funktioniert so nicht. Warte, ich baue das Lagerfeuer wieder ab. Okay. So, wir machen das jetzt anders. Ich setze das Ei in den Ofen rein. Hey, nicht, dass das verkohlt, Max. Da musst du aufpassen. Es fängt auf jeden Fall nicht an. Ich habe Kohle drin, aber... Das wird dem Drachenpapa nicht gefallen. Es funktioniert auch nicht. Okay, Bobby, der Plan geht auch nicht auf. Verdammt. Ich weiß es nicht. Also, warte mal. Der Schlangendrachen war ja dieser hier. Vielleicht sollten wir es hier mit dem Wasser probieren. Ich habe Wasser mitgebracht. Okay. Beim Phönix lasse ich das Lagerfeuer mal stehen, ja? Ja, das sollte ja richtig sein. Probier es mit Wasser, los. Wo packen wir das Wasser hin? Da drüber, warte, ich baue hier noch was. Sekunde. So, jetzt einfach da in das Loch rein. Einfach drüber fließen lassen? Ja. Okay. Oh, oh, oh. Es kommt! Aber es schlüpft nicht. Okay. Hallo? Bist du da drin? Huch, jetzt habe ich es wieder auf der Hand, Bobby. Ich weiß nicht, ich glaube, das klappt auch nicht. Das kann doch nicht sein. Warte mal, welches Schnee? Haben wir noch mal im Schnee gefunden? Das Greifenei. Okay, dann tauschen wir es. Warte, setz mal einen Schneeblock hin. Wir setzen das Ei auf den Schneeblock. Okay. So? Nein, warte. Oder so. Das ist besser. Vielleicht müssen wir alle Eier gleichzeitig ausbrüten. Wir setzen nochmal das Wasser hier drauf. Okay. Aber diesmal müssen wir verhindern, dass es weiterfließt. Das heißt, wir bauen es ein. So, jetzt oben rein Wasser. Okay, ich habe kein Wasser mehr. Ah, Bobby. Okay, warte, ich gehe Wasser holen. Ah, da bin ich wieder. Okay, jetzt das Wasser. Super. Okay, ich habe hier noch einen Schneeblock hingesetzt. Und was kriegt das letzte Ei? Hast du was mit Redstone dabei? Ja, ich habe eine Redstone-Fackel. Wollen wir die einfach nehmen? Setz die mal davor. Super. Okay. Okay, hier haben wir das Feuer. Hier haben wir das Wasser. Hier den Schnee. Und hier die Redstone-Fackel.
Bobby, vielleicht müssen wir einfach geduldiger sein. Kann das vielleicht sein? Meinst du, wir haben lang genug gewartet? Es tut sich ja irgendwie nichts. Ach Mann, diese blöden Eier. Wir müssen die doch irgendwie ausbrüten können. Das nervt mich jetzt. Ich habe eine Idee. Wir gehen in die Schule. In die Schule? Ich habe jetzt keine Lust auf Schule. Max, Mathe haben wir doch morgen schon wieder. Ich will doch nicht in den Matheunterricht. Ich will gucken, ob unser Chemieprofessor noch da ist. Oh, stimmt. Der könnte sich mit Drachen auskennen. Der erzählt doch immer davon im Unterricht. Der ist doch Wissenschaftler, ja. Der müsste doch irgendwelche Informationen haben. Außerdem hat er immer diese komischen Dinger da stehen, mit der auch irgendwelche Schildkröteneier ausbrütet. Vielleicht kann der auch Dracheneier damit ausbrüten. Du hast recht, Max. Das ist eine sehr gute Idee. Auf geht's zum Chemielehrer. Oh, bin ich müde. Während Max zum Professor geht, habe ich mich mal eine Runde aufs Ohr gelegt. Die ganze Dracheneiersuche hat mich wirklich müde gemacht. Bobby hat sich entschieden, zu Hause zu bleiben und ist viel zu müde, um mit in die Schule zu kommen. Irgendwie kann ich es ja auch verstehen. Aber ich mache mich jetzt hier gerade auf den Weg in die Schule und werde unseren Chemieprofessor fragen, ob der einen Plan hat, was man mit diesen Eiern machen kann. Okay, hier ist der Chemieraum. Ich hoffe, er ist da. Oh Mann, eigentlich habe ich ja keinen Bock, in meiner Freizeit in die Schule zu gehen. Aber was bleibt uns anderes übrig? Wir müssen diese Dracheneier ausbrüten. Okay, es hilft alles nichts, Leute. Ich muss rein. Hallo, Herr Professor? Was machst du denn hier? Hast du nicht frei? Ja, ich weiß, ich hab frei. Hinsetzen! Ja, okay. Alles gut, ey. Ganz ruhig, Mann. Sehr gut. Was ist bloß? Also es geht um Folgendes. Ich habe hier diese Dracheneier. Hier, das hier, diese ganzen Dracheneier. Und es waren Drachen da und ja, wir sollten auf diese Eier aufpassen. Und jetzt würden wir sie gerne ausbrüten und... Ganz ruhig, ich verstehe nicht. Echte Drachen hier in unserer Stadt? Ja, Herr Professor, echte Drachen. Und wir haben diese Eier zum Behüten sammeln müssen, weil die irgendwie gegen böse Drachen kämpfen müssen. Und ja, jetzt wollen wir die halt ausbrüten und wollen uns um die kümmern. Lass mich mal sehen. Gib mal ein Ei her. Hier. Ein echtes Drachenei. Interessant. Zeig mir die anderen Eier. Ja, hier das Ebenendrachenei, das Schlangendrachenei und das Greifenei. Die waren alle in unterschiedlichen Biomen. Das ist ja interessant. Vier verschiedene Eier. Ich habe immer nur gemutmaßt, dass es diese Eier geben muss. Genaues wissen wir noch nicht über die Drachen, aber das erklärt einiges. Ich habe hier hinten die Inkubatoren. Komm mit. Ja, okay. Ich komme mit. Also, in diesen Inkubatoren brüten wir normalerweise Schildkröteneier aus, aber es sollte auch mit Dracheneiern funktionieren. Pass auf, wir werden sie einsetzen. Gut, dass du zu mir gekommen bist, Junge. Fangen wir an mit dem ersten Ei. Okay, okay. Dann mal los. Okay, das passt schon mal gut. Siehst du, das Ei bewegt sich. Machen wir weiter mit dem nächsten Ei. Ja, das nächste Ei. So. Ja, auch das scheint zu passen. Weiter geht's mit dem dritten Ei. Oh, sehr gut. Okay. Oh Mann, ja, das ist wirklich cool. Können wir noch das vierte Ei einsetzen? Natürlich, das vierte Ei. Sehr gut. Setzen wir auch ein. So, die Inkubatoren sind aktiv und die Eier scheinen sich darüber zu freuen. Wenn mich nicht alles täuscht, sollten sie schon bald schlüpfen. Vielleicht kommst du später wieder vorbei. Was, später? Ich will nicht später vorbeikommen. Ich möchte hier bei den Eiern bleiben. Na gut, ich erlaube dir ausnahmsweise, weil du so tapfer warst und dich um diese Eier gekümmert hast, in der Schule zu bleiben. Ich muss jetzt nach Hause zu meiner Frau, denn es gibt gleich Abendessen. Pass gut auf hier, okay? Und erzähl niemandem, dass ich dich hier reingelassen habe, sonst kriege ich verdammt Ärger. Okay, mach's gut, mein Sohn, und keinen Unsinn und keine Freunde hier reinlassen. Normalerweise ist das nicht erlaubt in der Schule. Ja, okay, okay, dann ich pass auf. Ich setz mich hier hin und pass auf die Eier auf. Bis morgen, Herr Professor. Tschüss, machen Sie's gut. Alles klar, auf Wiedersehen. Mach's gut. Tschüss. Geht er wirklich? Ich hol doch gleich Bobby her. Ich bin ja nicht blöd. Bleibt doch hier nicht alleine. Was ist denn, wenn diese blöden Drachen schlüpfen? Okay. Ich sollte, glaube ich, mal ganz kurz die Schule verlassen und schnell zu Bobby gehen. Ja, das ist eine gute Idee.
Ich bin also schnell nach Hause, habe Bobby geweckt und bin dann mit ihm zurück zur Schule gegangen. Hoffentlich ist noch keines der Eier geschlüpft, denn das wollen wir wirklich nicht verpassen. Boah, und wir dürfen wirklich einfach so in der Schule übernachten, Max. Na, ich glaube, so richtig offiziell ist das nichts. Vor allem sollte ich niemanden dazu holen, Bobby, aber ich mach das doch nicht alleine. Was ist denn, wenn diese Drachen schlüpfen? Unser Chemieprofessor hat sie wirklich nicht mehr alle. Der ist eh ein bisschen komisch. Das stimmt. Boah, hier sind ja wirklich die Eier in den Inkubatoren. Ja, da sind sie alle und die leuchten und sie bewegen sich immer mehr. Es könnte wirklich sein, dass sie bald schlüpfen. Oh Mann, meinst du, wir sollen vielleicht doch wieder den Professor anrufen? Ich weiß es nicht. Nein, lieber nicht, Max. Das schaffen wir schon allein. Ei, okay. Schlüpfen die jetzt? Oh Mann, ich bin ziemlich nervös, Bobby. Okay, ich setz mich nochmal hier hin. Max, es geht los! Oh mein Gott, Bobby! Was hast du gemacht? Ich hab das Ei rausgenommen und jetzt ist es irgendwie geschlüpft. Da ist der Phönix. Oh mein Gott, können wir die anderen auch rausholen? Ja, leg's mal hier hin. Ja. Mega. Oh mein Gott. Ich nehm noch eins raus. Babydrachen. Guck dir das an. Sie sind alle geschlüpft. Oh, hallo. Sind die klein. Oh, ist das cool, Bobby. Aua, es hat mich gebissen. Was? Die hören doch gar nicht auf uns. Was ist denn da los? Hä? Seid ihr frech? Hey, Mann. Ihr Kleinen. Die sehen irgendwie aus, als hätten die Hunger. Ja, ich glaube auch. Was essen denn Drachen? Weiß ich nicht. Stein? Stein? Ich glaube nicht, Max. Was war denn da noch dabei bei den Nestern? Da war doch irgendwas. Warte mal. Wer hat das denn mythischer von uns eingesammelt? Hier, das mythischer Werkstoff. Ja. Das sollen sie essen? Essen Drachen einfach mythischen Werkstoff? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, der ist gewachsen. Gott. Der ist gewachsen. Oh, die essen das wirklich. Ja, komm hier, du es auch. Klappt. Guck dir das an, sie sind größer. Okay, und wie groß könnt ihr werden? Ich weiß nicht. Wollen wir das hier in der Schule ausprobieren? Okay, Oh Mann, wenn das der Professor sieht. Oh Gott. Oh Gott, der geht auf uns zu. Hilfe, verdammt. Bobby, der kommt. Ich weiß nicht, ob die so lieb sind. Vielleicht musst du ihm noch einen Werkstoff geben. Ja, Herzen. Ja, Herzen. Jetzt ist er lieb. Oh mein Gott, das machen wir bei den anderen auch. Ja. Oh, am Ende ist hier ein ganz schönes Chaos im Raum. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das der Professor so cool findet, wenn wir hier ein Drachengehege machen. Ich glaube nicht, Max. Okay, aber so können sie wenigstens nicht weglaufen. Lass die Tür bloß zu. Ja, die bleibt zu und hier sollten sie auch sicher sein, oder? Der böse Drache wird die niemals in der Schule erwarten. Nein. Alter, der schreit. Das ist ja verrückt. Was ist denn los? Okay, der schreit bestimmt nach Mama und Papa. Uah, der Phönix. Bobby, ich habe gerade eine ganz verrückte Idee. Was denn, Max? Unsere Klassenkameradinnen machen doch immer Reitunterricht. Da sind Sättel in der Reithalle. Meinst du, wir können diese Drachen satteln und damit durch die Gegend fliegen? Oh, das wäre richtig heftig. Wollen wir das probieren? Ja, geh du die Sattel holen und ich passe hier währenddessen auf die Drachen auf. Okay, bis gleich. Kann ich hier durch? Ich muss einmal hier durch. Okay. Schnell die Tür wieder zu. Ja. Bis gleich, Bobby. Bis gleich. Oh Mann, kleine Drachen, wir haben was vor. Das wird verrückt. Aber macht ihr bitte nichts kaputt, Mann. Das ist unser Chemieraum. Aufpassen. Pass auf, wo ihr hingeht. Max, ich bin wieder da. Ich hab die Sättel besorgt. Oh mein Gott, mach die Tür zu, sonst hauen die doch ab. Okay, ja, stimmt. Gib mir mal einen Sattel. Hier ist ein Sattel für dich und einer für mich. Okay, welchen Drachen nehme ich denn? Ich glaube, den Phönix oder den Schlangendrachen. Auf jeden Fall einen roten. Also ich hab den Elementardrachen. Guck mal, Max, ich sitze schon drauf. Oh mein Gott, warte, ich nehme den Schlangendrachen. Aber wie kommen wir hier überhaupt aus dem Zimmer? Weiß ich nicht. Warte, ich gehe nochmal runter. Ich weiß, das wird denen wahrscheinlich nicht gefallen hier in der Schule, Max, aber... Max, das kannst du nicht machen. Was? Das kannst du doch nicht machen. Doch. Nein! Doch. Wir kriegen richtig Ärger vom Schulleiter, das weiß ich jetzt schon. Nein, wir machen das hier kaputt, Bobby. Oh, na gut, aber Beeilung. Alles für die Wissenschaft. Oh nein, Entschuldigung, Drache, ich wollte dich nicht hauen. Da zerstört Max wirklich unsere halbe Schule. Oh Mann, ich glaube, das wird richtig Ärger geben. Aber ich gebe ja zu, ich habe auch Lust, eine Runde mit den Drachen zu fliegen. Okay, passen wir hier durch? Ich glaube ja, Max, es geht. Oh mein Gott, warte, ich muss auch noch auf meinen Drachen.
Boah, ich bin im Eingangsbereich der Schule auf einem Drachen. Das glaubt uns niemand. Oh, kommen wir hier raus? Der ist zu fett. Oh nein, ich bin draußen. Warte, ich auch. Mega. Okay, und wie fliegt man jetzt so einen Drachen? Ich bin noch nie einen Drachen geflogen. Nach links, oh nein, nach links habe ich gesagt, Drachen, Mann. Okay, wieder zurück zur Schule, Drache. Links, nein, nicht geradeaus. Mann, Drache, zurück. Max, wo willst du denn hin? Bobby, ich weiß auch nicht, der läuft hin, wo er will. Zurück. Hä? Bobby, ich krieg keine Kontrolle über den, der läuft im Kreis. Oh Mann. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Stopp, 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 Drache. Oh Mann. Bobby, die sind ja kaum zu lenken. Was machen wir denn? Oh, nein, guck mal, meiner ist sauer. Oh Mann. Oh, oh. Na gut, ich glaube, wir brauchen einfach genug Anlauf und dann könnten wir abheben. Okay. Wie mit einem Flugzeug. Komm, Drache, geradeaus, los. Und? Fliege ich schon? Nein, noch nicht wirklich. Warum fliege ich denn nicht? Ich laufe doch so schnell ich kann mit dem Drachen. Los, hoch, da kommt eine Wand, Drache. Pass doch auf. Ich weiß auch Drache, nicht, was wir das knallen ist. Dagegen. Oh Mann. Das hat nicht gut funktioniert. Nein. Hui, wir fliegen. Nein, wir stürzen ab. Bobby. Oh Mann, ey. Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Okay, schneller. Schneller, Drache. Übers Wasser. Huch. Oh, Bobby. Jetzt ist aber sehr langsam. Im Schwimmen sind die Drachen nicht gut. Bobby, guck mal. Wo bist du? Ich bin am Fliegen. Wow, du fliegst. Wie hast du das denn gemacht, Max? Ich habe keine Ahnung. Ja, höher, Drache. Höher. Oh mein Gott, ich flieg bis zur Sonne, Bobby. Ich bin auch in der Luft, Max. Siehst du das? Nein, ich sehe dich nicht. Wo bist du? Oh mein Gott, Bobby, du fliegst tatsächlich. Wie cool ist das denn? Mega. Oh, dein Drache sieht auch so cool aus. Wow, wir können über die Wolken fliegen. Komm, wir fliegen so hoch es geht. Immer weiter hoch. Wow, jetzt sind wir über den Wolken. Ja. Max, aber wir haben doch noch eine Mission zu erledigen. Das ist ja das Coolste, was wir je gemacht haben. Mega cool, wie hoch wir fliegen. Okay, ja, aber ich glaube, du hast recht. Wir müssen die Drachen wieder zurückbringen zu den anderen Drachen und aufpassen, dass der böse Drache sie nicht holt. Ich glaube auch, Max. Okay, komm, wir fliegen zurück zur Schule. Hoffentlich sind die dir. Anderen Drachen noch da. Oh nein, Bobby, wir haben das Loch in der Wand gar nicht zugemacht. Oh nein, Max, du hast recht. Oh nein. Oh Gott, jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich wette mit dir, die Drachen sind ausgebrochen. Oh nein, sag sowas doch nicht. Durch die Tür quetschen mit deinem dicken Popo. So. Oh, Bobby, die Und? Anderen Drachen sind noch da. Ja. Das ist gut. Oh, ich baue ganz schnell diese Wand wieder zu. Oh. Okay, als wäre nie was passiert. Perfekt, Nicht Max. Daraus. Okay, Bobby, wir haben es geschafft. Wir haben die Drachen alle ausgebrütet und sie sind sicher hier in dem Haus drin. Ach, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Elterndrachen zurückkommen und dann ist alles gut. Kurze Zeit später kam der Drachenvater zurück und hat seine Kinder abgeholt. Den bösen Drachen hat er zum Glück besiegt und alles ist gut ausgegangen. Wir sind gespannt, welches Abenteuer wir als nächstes erleben werden. Abonniert kostenlos unseren YouTube-Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen.